Herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. So, dann wollen wir uns mal wieder die Nachrichten angucken. Eine Eilmeldung. Wir haben heute Bericht erhalten, dass... Wie bitte? Wir schalten zu Kate? Aber ich... Die bestbewachten Gefangenen der Liga sind seit heute Nacht auf freiem Fuß, nachdem das Gefängnis von Neu-Folsom durch einen gewagten Einbruch infiltriert wurde. Liga-Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, da einige der Häftlinge frühere Mitglieder des Projekts Shadowblade sind, das, wie wir herausfinden konnten, eine Sonderabteilung des Ghost-Programms der Liga darstellt. Eine Reihe politischer Dissidenten wurde ebenfalls während des Angriffs befreit. Wissen wir, wer dahinter steckt, Kate? Waren es Rainers Raiders? Die Beweislage lässt darauf schließen. Ja, Donny. Da sehen Sie es. Jim Rayner hat unsere Welt heute Nacht wieder ein Stück gefährlicher gemacht. Donny Vermillion aus den Studios von UNN auf Korhal. Gefährlicher für die richtig bösen Jungs da draußen, Donny. Du solltest dich warm anziehen. Klasse. So, Tykes. Wollte dir nur Bescheid sagen. Tosh hat sich offiziell unserer kleinen Revolution angeschlossen. Er hat gemeint, dass seine Phantome uns jetzt helfen werden. Du hast echt eine Schwäche für durchgeknallte Psychos, Jimmy. Diese Irren loszulassen ist nicht besonders clever. Der alte Mengsk hat die nicht umsonst eingesperrt. Mengsk hat sie eingesperrt, weil sie einfach nur Waffen für ihn waren. Auch sie haben ein Recht auf Freiheit. Wie jeder andere auch. So, Tosh, was hast du zu sagen? Ich bin ein großes Risiko eingegangen mit dir und deinen Phantomen, Tosh. Ich hoffe nur, dass Nova nicht recht hatte, was dich angeht. Glaub nicht an die Lügen von der Kleinen. Das Phantomprogramm beeinflusst jeden unterschiedlich. Aber wir sind alle immer noch Menschen. Es ist unsere eigene Wahl, ob wir Phantom werden. Nicht ihre, nicht deine und nicht die von Mengsk. Die Wahl zu haben, ist die einzig wahre Freiheit. Aber kann ich ihnen vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Mach dir mal keine Sorgen. Wir werden für dich kämpfen. Bis zum Schluss. Meine Brüder und Schwestern, wir verdanken dir alles. Was war das denn? Brüder? Was ist das denn bitte für? Okay, ins Labor. Ihr seht ja wohl nicht gerade ins Arsenal. Die Phantome haben wir gekriegt. Oh, Swan. Dieser Typ, Tosh, hat mir Daten gegeben, um mehr Phantomausrüstung zu bauen. Sicher, dass wir dem trauen können? Hab gehört, er kennt sich mit Gehirnwäsche aus. Für die Ausbildung zum Phantom kann er nur Freiwillige einsetzen. Das ist die Abmachung. Er nimmt sie hart ran, damit sie nicht den Verstand verlieren, wenn sie erstmal vollwertige Phantome sind. Keine Gehirnwäsche involviert. Gut zu wissen. Wollen ja nicht, dass einer dieser Freaks abdreht und Ärger macht. Außer Tosh natürlich. Was steht Phantom? Ein Nebeneffekt des Phantom-Ausbildungsprogramms ist eine gesteigerte Exzentrik. Viele Phantome tragen Totems oder andere Glücksbringer bei sich, um ihre Fähigkeiten zu steigern. Es geht das Gerücht um, dass die Liga immer noch im großen Stil Phantome einsetzt, ungeachtet der angeblichen Schließung des Programms. Phantome, sag mal, hast du schon jemals ein Phantom gesehen? Nein, weil sie nicht existieren. Lustig. So, was ist mit Liga Phantom aus Menü? Oh, das ist ein sehr nützliches Upgrade für später. Für meine atomare Taktik. So, Horner. Die meiste Zeit. Weiß ich einfach nicht mehr, was ich tue. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Nein, Sir. Wir standen von Anfang an hinter Ihnen. Es ist Ihr Sinn für Gerechtigkeit, der uns bis hierher gebracht hat. Matt, mein Interesse an Gerechtigkeit ist vor langer Zeit erloschen. Ich habe mein Leben lang gekämpft, getötet, gute Männer in den Tod geschickt. Und wofür eigentlich? Die Sache mit Mengsk beenden ist alles, was mir noch bleibt. Menschen wie du werden eine bessere Zukunft aufbauen, wenn sich der Staub erstmal gelegt hat. Weil sie uns etwas gegeben haben, woran wir glauben, Sir. Ich werde den Kampf niemals aufgeben. Das ist ein Versprechen. Okay. Naja, der ist ein bisschen zynisch. Aber was soll's. Ich denke mal, er hat das Recht darauf.
So, Valhalla. Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Die Liga enthüllt bald auf Korhal eine neue Kriegsmaschine namens Odin. Wenn wir den Odin in unsere Gewalt bringen, können wir uns dort mit seiner Hilfe Zugang zu den UNN-Studios verschaffen und die Aufnahmen über Mengsk Kriegsverbrechen veröffentlichen. Der Odin befindet sich zurzeit auf einem Testgelände auf Valhalla. Okay, Maschine der Zerstörung, dann wollen wir losgehen. Unser Team ist in Position. Wir sind bereit, den Odin zu entwenden. Sind Sie sich da absolut sicher, Sir? Ja. Tykes ist auf jeden Fall unser bester Mann für diese Art Job. In der Schlacht ist er allerdings schnell etwas übereifrig. Wir müssen also zusehen, dass wir hinterherkommen, wenn der Kampf erstmal angefangen hat. Wenn er den Odin tatsächlich steuern kann, ist es äußerst wichtig, dass wir alle Basen der Liga in der Gegend ausschalten. Hoffentlich können wir alle Übertragungen lang genug blockieren, bis er das geschafft hat. Wir können nicht riskieren, dass irgendwelche Nachrichten hierüber nach Korhal gelangen. Was wissen wir über diesen Odin? Es handelt sich um einen experimentellen, überschweren Belagerungskampfläufer, der für ausgedehnte Kämpfe an der vordersten Front entworfen wurde. Sehr kampfstark. Klasse. Also könnte doch nicht mal Tykes den verschrotten. Da kommen sie. Los, los, los! Ich glaube, das könnte denen auch gut gelingen. Ach, die... Ja, gut. Tja, da hier die neue Einheit aufgestellt wurde, hat das auch seinen Grund, warum die aufgestellt wurde. Genau. Das ist die beste Einheit, mit der man diesen Odin beschützen kann. So wie in jeder anderen Mission, wo eine neue Einheit eingeführt wird. Wie damals bei den Kobras und den Schienen könnte man, so kann man es vergleichen. Diese Ladezeiten nerven echt. Aber gut, jetzt sollte es gleich beendet sein. Gut, weiter geht's. Worauf soll ich ballern, Sir? Los, los, los! Immer mit der Ruhe! Das ist jetzt keine verdeckte Operation, Herr Mädels. Feuert aus allen Rohren. Wusste. Geht klar. Selbstverständlich. Sir, Sie scheinen da etwas sehr Interessantes gefunden zu haben. Wenn Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen könnten, wäre das super. Das war das Erste. Aktiviert die automatischen Geschütztürme. Ihr haltet mich nicht davon ab, dieses Baby zu bekommen. Immer mit der Ruhe. Aber sicher. Okay. Tja, der muss jetzt noch gebaut werden. Was ist das denn? Heilige Scheiße. Ich kann's kaum abwarten, einzusteigen und die Bude hier auseinanderzunehmen. Position halten, Tykes. Lass uns erst Unterstützung darauf schicken, um dich zu decken. So muss das laufen.
Verdammt, Tigers, du sollst warten. Kannst du mich hören? Sein Kommunikator steht auf Senden, Sir. Er kann uns überhaupt nicht hören. Die Liga hat ihre Verteidigungsanlagen bald hochgefahren. Na, klasse. Errichten wir so schnell wie möglich unsere Basis. Wir müssen ihm einfach reinfolgen und hoffen, dass er es nicht zu sehr übertreibt. Das ist Tigers, von dem wir hier reden. Wie mache ich was vor? Er hat es gerade auch schon gedacht. Oh Gott. Ihr zwei kümmert euch darum. Ihr vier darum. Hey, wo sind meine Truppen, die ich mit reingebracht habe? Bereit machen, Jungs! Los, los, los! Geht klar! BBF einsatzbereit! Sir, ich orte schwere Kreuzer der Liga auf Abfangkurs mit dem Odi. Hey, Halssporn! Willst du diese Raumjäger jetzt haben? Die nehmen es locker mit einem schweren Kreuzer auf. Du kannst am Raumhafen noch mehr bauen. Fertiggestellt. Du kommst gleich mal mit. Ja, ja. Juhu, Überstunden. Also, was ist jetzt der Plan, Commander? Die Basen in Schutt und Asche legen, oder? Jimmy. Partner, kannst du mich hören? Tja, also, solange du mir nicht sagst, dass ich hier nicht auf den Putz hauen darf, mache ich das doch einfach mal. Oh Gott, es geht los. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genug. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh, du willst hier von was? Boom. Zielvektor erfasst. Formation. Oh, Rückzug. Koordinaten empfangen. Halten wir ihn ein. Lassen wir es krachen! Unsere Verbündeten wurden angegriffen. Zielsystem ausgerichtet. Ziel erfasst. Zielsystem ausgerichtet. Ziel erfasst. Melde Bereitschaft. Heizen wir ihn ein. Wird gemacht, Commander. So, lass mir den Odin mal wieder ein bisschen arbeiten. Einsatzbereit! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Koordinaten übermitteln. Roger! Zielvektor erfasst. Koordinaten empfangen. Halten wir ihn ein. Melde Bereitschaft. Wird gemacht, Kommandant.
Braucht mal einen WBF, der den Schaden repariert. Das Ding hier hat ja schon Schlagseite. Dann halt doch mal. Redet er immer so viel, Sir? Ja, sobald er in einen Kampf verwickelt ist, kann er einfach nicht die Klappe halten. So, jetzt wo das geschafft ist, mache ich mal eine kleine Pause. Gut, dass ich mir eine kleine Erfrischung mitgebracht habe. Der trinkt? Sicher. Oh. Schlechte Neuigkeiten? Ja. Melde Bereitschaft. Ja, sicher. Brauche ich auch noch einen, der sich hier um meine Verteidigung kümmert. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das Ding ständig repariert. So. Es geht doch nichts über einen Drink auf den verkohlten Überresten seiner Feinde. Ja. Button! Jep. Was wichtig ist? Ich höre, Commander. So, hier geht auch dahin. Ich sag ja, die Mission ist wieder eine nach dem Motto, es wird leicht. Weil er macht die ganze Arbeit, wir müssen die nur zwischendurch reparieren. Ich kann nicht mehr länger abwarten. Weiter geht's. Meine Frau. Nicht genügend Mineralien. Einsatzbereit. Melde Bereitschaft. Koordinaten empfangen. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Wird gemacht, Commander. Ich höre, Commander. Maximaler Schub. Melde Bereitschaft. Hallo, blinkender roter Knopf. Wofür bist du denn da? Boom, Baby. Verdammt, ist das geil. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Was glaubst du gerne? Direkt euer Tag. Bereitschaft. Ich denke mal, ihr Jungs braucht eine Weile, um aufzuholen. Der gute alte Tykes wird sich hier einfach ein wenig entspannen. Worauf soll ich ballern, Sir? Weckt mich einfach, wenn ihr soweit seid. Eine kleine Nuklearrakete sollte ausreichen. Maximaler Schub. Zielvektor erfasst. Schlechte Neuigkeiten? So. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnten Sie meine Probe davon ins Labor bringen? Vielleicht ist es ja zu etwas Nutze. Melde Bereitschaft. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen.
einsatzbereit. Nicht genug Vespingas. Ach, nicht genug Vespingas jetzt auf einmal. Abmarsch bereit. Wahnsinn. So, jetzt wird es noch. Meldebereitschaft. Den Loki haben wir auch noch nicht gefunden, aber der kommt garantiert. Roger! Geht klar! Befehle erhalten! Im Standby. Angriffsformation. Nicht genug Vespingas. Komm schon, Jimmy. Wir müssen noch ein paar Köpfe einschlagen. Koordinaten übermitteln. So, 12. Koordinaten empfangen. BDF einsatzbereit. Maximaler Zug. Meldebereitschaft. Wird gemacht, Commander. Zielvektor erfasst. Angriffsformation. Willst du was hier von? Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe nur leider keinen Kaugummi. Am Ende doch seinen Nutzen. Was wichtig? Durchgeladen und entsichert. So. Weißt du, ich glaube, ich nehme mir noch eine Auszeit. Schick mir in der Zwischenzeit doch noch Verstärkung, Jimmy. Schlechte Neuigkeiten? Juhu, Überstunden. Ja, schon wieder mal nicht. Button! Basis wird angegriffen. In Ordnung! Kann's kaum noch erwarten! Ich kümmere mich drum. Positiv. Meinst du, diese Weicheier liefern uns diesmal sowas wie einen Kampf? Ich bin bitter.
bisher noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Basis wird angegriffen. Halten Sie ihn ein! Maximaler Schub. Koordinaten übermitteln. Warten! Einsatzbereit. Angriffsformation. Los geht's. Ich komm jetzt erst richtig in Schwung. Oh, jetzt geht der Spieler los. Das ist halt nervig an der Mission. Du hast keine Zeit mehr auszuholen. Durchgeladen und entsichert. Hier komm ich! Im Standby. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Einsatzbereit. Okay. Koordinaten empfangen. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Ziel erfasst. Halten Sie ihn ein. Durchgeladen und entsichert. Wird gemacht, Commander. Schwere Kreuze in der nächsten Basis und der Odin hat keine besonders gute Luftabwehr. Das müssten genügend Raumjäger sein, aber wir sollten für alle Fälle noch ein paar aufsteigen lassen. Das hat Spaß gemacht. Keine Sorge, alter Kumpel. Ich lasse dir ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Ja, ich fass es nicht. Diese Liga-Eierköpfe haben wirklich an alles gedacht. Entschuldigt mich mal gerade. Sie klingen
Boss? Ja. Mineralienfeld erschöpft. Ihr könnt es nur nicht sehr geforscht kriegen. Habt ihr eure Pflicht schon getan. Koordinaten empfangen. Angriffsformation. Meldebereitschaft. Nicht genug Basis wird angegriffen. Das war gut. Seid ihr schon bereit? Nein. Ich kann es gar nicht abwarten, mich darauf zu stürzen. Rein wissenschaftlich meine ich. Ich hatte nicht vor, es zu essen. Maximaler Schuss. Bereitschaft. Nur zu. Im Standby. Zielsystem ausgerichtet. Ich hoffe, du hörst mich, Jimmy, denn ich mache mich jetzt zur letzten Basis auf. Nein! Bist du des Wahnsinns? Nicht genug Vespingas. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay, stürz dich in dein Unglück. Koordinaten übermittelt. Meldebereitschaft. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Vielleicht mache ich es ein bisschen anders. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Ja, hallo, mein kleiner Freund. Wie konnte ich denn bitte einen Knopf mit einem Totenschädel darauf übersehen? Baby, auf dich wartet eine Welt voller Schmerzen. So kann man es natürlich auch machen. Ich höre, Commander. Ja, bis auf die Loki. Ausgezeichnet. Nun, da der Odin gesichert wurde, können wir gegen den UNN-Komplex auf Korha losschlagen und unsere Übertragung senden. Hey, kannst du mich hören, Captain? Nächstes Mal hast du hoffentlich ein bisschen mehr Vertrauen in den alten Tykes, wenn es darum geht, Chaos zu verursachen. Das ist doch so ziemlich alles, wobei ich vollstes Vertrauen in dich habe, Tykes. Klasse. Ich hab's aber auch schon mal geschafft. So. Kommt ein Loki geflogen, ja. Den habe ich dieses Mal nicht gefunden. Aber irgendwann werde ich den mal finden. So.
Du hast da draußen echt gut gekämpft, Tikers. Deine Zeit im Tiefkühler hat deinen Reflexen kein bisschen geschadet. Tja, Angst und Gewalt haben schon immer das Beste aus mir herausgeholt. Ich muss zugeben, wir waren schon immer ein gutes Team. Naja, zumindest bis ich in den Knast musste und du rechtschaffen geworden bist. Stimmt. So. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play StarCraft 2.